Herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Man kann schon deutlich lesen. New Super Mario Bros. Und dieses kleine U dahinter sagt ja schon vieles aus. Genau, ich habe mir eine Wii U besorgt und quasi, das ist ein Überraschungsprojekt, da es einfach nicht von mir erwähnt wurde. In der Informationsvideo, deswegen ist das eine kleine Überraschung für euch. Ich werde das Ganze mit dem Gamepad steuern und wir gehen in den Abenteuermodus. Juhu! Ich versuche das Ganze nach Belieben auf 100% irgendwie durchzuspielen. So, kleine Einführung hier. Peach gibt eine Party mit zwei Toads, Mario und Luigi. Doch, einer hat was dagegen. Bowser in seinen Galaxy-Raumschiffen kommt er angeflogen, um Peach zu überfallen. Mit einer riesen Bowser-Hand. Ja, geil. So, Eichenwein. So, Bowser's Truppen haben sich schon mal versammelt hier. Wir haben 5 Leben ganz am Anfang. Das seht ihr auch links. Und wir werden auch gleich mal anfangen hier. Also ich spiele das Ganze auf der Wii U. Mit dem passenden Gamepad dazu. Also ich kann eigentlich das, was ihr auf dem Bildschirm seht, auch auf diesem kleinen Pad hier zeigen. Dieses Teil ist extrem groß. Ich würde sogar sagen, größer als ein 3DS. Auch wenn ich noch kein 3DS habe, aber das ist groß. Konfitüre im Eichenwein. Ich werde natürlich versuchen, alles Mögliche einzusammeln. So, wir haben 440 Sekunden Zeit. Ich habe mich so ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Und werde hoffentlich hier nicht ganz so viel fehlen. Obwohl die Fehlrate doch am Anfang ein bisschen hoch bei mir sein wird. So, wir haben den ersten Pilz, der uns natürlich größer werden lässt. So, ich werde natürlich versuchen, alles zu sammeln. Also mit A springe ich ganz normal, mit X renne ich. Und natürlich versuchen wir alle Geheimnisse hier erstmal zu sammeln. Wir sammeln natürlich 3 schöne große Münzen natürlich ein. Und ich sollte versuchen, X länger gedrückt zu sein. So, wir haben schon mal die so einen kleinen Pilz eingesammelt. Damit können wir fliegen. So, den erledige ich auch noch. Gibt auch wieder Punkte. Und das ist die erste große Münze, die da müssen wir einsammeln. Da mit dem Stern drauf. Das Ganze können wir mal mit dem wir fliegen. Juhu, da haben wir es auch schon. In irgendeinem musste ich in die Röhre rein. Deshalb wusste ich schon. Ich habe dieses Spiel schon ganz kurz angezockt. Also um das erste Level natürlich. So, das ist die zweite schon mal. Ja, ich sollte nicht vorbeirennen. Ist sinnvoll. Ich sollte nicht die Hälfte kaputt machen. Ich sollte erstmal diese Münze einsammeln. Dann können wir die Hälfte kaputt machen. So, juhu, da haben wir es schon eingesammelt. So, man kann auch mit. Hier gibt es auch noch so sogenannte Z-Knöpfe. ZR und ZL. Damit können wir sozusagen uns drehen, wie ihr sehen könnt. Oder abheben. Das war eigentlich schon die Steuerung, mit der ich mich erstmal hier vertraut machen muss. Weil es ist doch komplett anders als mit der normalen Wii. Die ich natürlich immer noch habe. Mein Videokörper ist zwar nicht HDMI-tauglich. Was habe ich jetzt das kleinste. Alter, nicht das kleinste Problem. Da ich immer noch aufnehmen kann. Nur für euch. So, renn Mario. Renn und raus hier. So, was war als nächstes? Genau, jetzt kommen wir hier raus. Kommen wir sammeln ein bisschen hier. Oh nein, 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 nein. Gambas ist wieder in der Nähe. Muss ich jetzt mal umbringen. Und zwar alle hier gesammelt. Einzeln. Gesondert. Ich habe mich schon in der Musik verliebt. So, machen wir erstmal das kaputt hier. Du bist der Erste. So, alles schön einsammeln hier. Nicht, dass es nachher heißt, wenn die Hälfte wäre vergessen.
Okay, da waren sogar noch Punkte drin. So, da oben gab es auch was. Genau, hier gibt es nämlich auch wieder was Schönes. Münzen, Coins auch genannt. Her damit, her damit, her damit. Man kann ja nie genug haben davon. So, wir haben noch circa 20 Sekunden Zeit. So, einmal runter hier. Boah, Glück gehabt. Der hat mich fast erwischt. Was war jetzt die Schrankattacke? Ach, B. Ach, guck mal hier. Gleich mal noch einen Geheimgang gefunden. Nice. So, kleiner Checkpoint. Ich glaube, ich werde am Anfang noch nicht ganz so viel rein, damit ich nicht ganz so viel verpasse hier vom Spiel, damit ich euch noch was zeigen kann. So, da oben war genau auch noch eine Fliegenkappe. Hier oben war auch irgendetwas. Ganz ehrlich, sonst wird das mir doch nicht anzeigen. Ne, war doch nichts. Ach, da war so ein Goldring, genau. Ja, der Bieber stört mich nicht. Da fliegen wir mal ganz kurz durch, so, dann kommen wir... Acht rote Münzen. Kennt doch auch jeder aus jedem Mario-Teil, oder? Acht rote Münzen. So, es gibt eine Level-Up. Juhu! Oder wird das mal uns schön applaudiert? Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss es hier noch was geben. Das kommt mir noch spanisch vor. Genau wie dieser Gamba hier. Oh, okay. Nein, du rennst mir nicht weg. So. Aber was ist hier oben? Ja, genau. Hier oben war es. Genau, da war auch noch eine Röhre. Und hoch mit dir. Rein mit dir, Mario! Wie viele Sekunden habe ich, glaube ich, noch? Ich glaube, noch nicht mehr viele. 100 noch, okay. Ich glaube, doch versuchen oben. Ich weiß aber, wo die Münze schon ist. In der Mitte natürlich. Zack, einmal eine Abkürzung nehmen. Juhu, weil ich hier nicht mehr so viel Zeit habe. So, die drei großen Münzen haben wir eingesammelt. Jetzt können wir ganz schnell das Spürbe quasi durchwaschen. Ich sagte durchwaschen und ich halb tot sterben. Danke, unser erster Tod. Habe ich die drei Münzen noch? Nein, natürlich nicht. Das war unser erster Fail. Aber wir müssten bei der Flagge erst weitermachen. Also hat das auch schon gepasst. Weiter Konfitüre. Jawohl, passt. Halt, jetzt bin ich hier klein. Das ist natürlich ein Nachteil. Das war ein erheblicher Nachteil. Wenn ich einmal getroffen werde, verliere ich ein Leben. Aber das hat sich gerade geändert, da ich einen Pilz gefunden habe. Aber das hilft mir immer noch nichts. Kriege ich dafür immer noch ein Level ab, wenn ich das nochmal mache hier? Nein, du tust mir nicht weh, Biber. Nice! So, sammeln wir die halt nochmal ein hier. Och Gott. Ah, hab ich sie doch bekommen. Nochmal, du musst mal Gas geben. Jawohl, aber immerhin das bekomme ich. Das war auch wichtig, um da hochzukommen. Zack, zack, zack. Der zweite Anlauf. So, das wird dann noch mal besser. So, sammeln wir schon schnell die Münze. Und dann verrecken wir aber nicht danach. Jawohl, wir haben es eingesammelt. Die sind uninteressant. Das haben wir natürlich auch wieder mehr Zeit, sehe ich gerade. Das ist aber nur nebensächlich gewesen. Kommen wir nochmal den. Komm, versuchen wir nochmal den Sprung. So, diesmal landen wir sicher. Den Biber haben wir auch bekommen, Gott sei Dank. Ich glaube, hier ist schon ein Level zu Ende. Ja, genau. Jetzt muss ich nur irgendwie auf diese Flagge noch oben kommen. Dann gibt es nämlich auch noch mal ein Level Up. Vorhin habe ich es irgendwie geschafft. Und das Level beendet. Und dann kriegen wir auch noch ein Item. Das kann ich euch schon mal sagen. Ein bisschen rumspoilern schadet nicht. So, das war das erste Level. Gehen wir aber weiter. Eichenbein 2 ist das hier. Schiefes Bergwerk. Okay. Aber jetzt ist alles blind. Was jetzt kommt. Oh Gott, machen wir die Piranhas was? Ich hoffe jetzt nicht. Okay, die Blume war, glaube ich, Feuer, oder? Okay. Ah, mit. Perfekt, okay. Feuerpflanze. Okay, ich kann es aber nicht verbrennen. Schade. Aber ich werde sie genau brauchen. Genau deswegen. Genau deswegen. Kann man damit auch Gambas töten? Jawohl, perfekt. Also die Allzweckwaffe für alles. Und den Gamba kriege ich nicht, oder was? Okay, davon habe ich wahrscheinlich wohl unendlich Munition zu haben. Kommt da noch einer raus? Nein. Also dann bleibst bei einer. Okay, was ist denn das? Sind das schöne
Edelsteine oder Kristalle oder was es darstellen soll, da hinten. Okay, da fühlt mich jetzt aber so dämlich darüber zu springen, jawohl. Komm nicht, komm raus. Jawohl! Perfekt. Weg da, Kappa. Kann nicht brennen, okay? Ist das rutschig? Okay, jetzt verändert sich das so. Ja, genau. Jetzt verändert sich das in Form. Das haben wir aber auch gemeistert, also perfekt. So, die Bande da unten abgeschossen. Ich suche aber immer noch die erste Münze hier. Das muss es ja hier auch irgendwo geben. Bestimmt irgendwo in so einer Röhre. Ich würde es irgendwo, ehrlich gesagt, aber nicht wundern, wenn ich jetzt schon eine verpasst hätte. Wow, nicht so schnell mehr, Rio. Wir wollen das ganz langsam angehen hier. So, einmal rüber. Jetzt kann ich nämlich nicht mehr rennen. Also wir haben noch keine Münze eingesammelt, so. Bisschen mehr erledigen. Zack, 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 zack. Bisschen rushen noch. Das ist die erste. Und die haben wir bekommen, Gott sei Dank. Okay, da oben stören wir eigentlich jetzt wenig. Okay, machen wir erstmal den Checkpoint hier. Checkpoint! Dann gehen wir hier runter. Oh ja, solche. Ja. Ah, solche Abzweigungen hasse ich. Aber ich wollte gerade sagen, ich hab's gemeistert. Jetzt habe ich es gemeistert. Die Belohnung ist so ein Ring hier. Hat der irgendwas auf sich? Nein. Das heißt, wir haben alles umsonst gemacht. Wir haben alles umsonst gemacht. Für ein paar Münzen streng ich mich so an, ey. Alter, Spiel, verarscht mich hier bitte nicht. Jetzt schon so. So geraumer Zeit fängt das Spiel schon an, mich zu nerven. Oder versucht mich zu verarschen. Wandsprünge kann der Mario auch, das freut mich. Das hat er also nicht vollendet in seiner Amtszeit. Aber wir haben immer noch das Einringen. Okay, ich gehe lieber oben rum. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich gehe einfach oben rum. Aber vorher mache ich hier noch was kaputt, wenn ich die Störung kaputt genommen. Oder auch nicht. So, wir wollen natürlich alle Münzen haben, ist ja logisch. So, roter Panzer oder roter Koopa, nie gut. Immer ungesund gewesen. Bist auch immer so ein bisschen gesund. Nein, ich bin nicht gesund. So, die Pflanze da unten ist auch nur so ein Dorn mir im Auge. Da gibt es bestimmt auch irgendwo eine Abzweigung hier. Ne, doch nicht. Weg da, Pflanze, danke. Einmal runter mit dir. Einmal runter mit dir. Zack. Da gibt's nichts, okay. Da gibt es hier einen Feuerring. Okay. Wir müssen halt durchwaschen. Okay, warum kriege ich diese Münze da nicht? So, okay, wie lange habe ich noch? Verdammt, Zeit ist abgelaufen. Schade, da war ich zu langsam für. Einmal nach unten, bitte. Runter! Schade, geht auch nicht. Also das Spiel mag mich noch nicht, ja. Jetzt muss mich erst noch kennenlernen. Wie grantig ich werden kann. Aber ich denke mal, ich spiele das Ganze erstmal einmal durch. Indem ich einmal verrecke! Ich glaube, da hinten wäre es weitergegangen. Oh, ist ja auch egal. Das ist ja auch das Schöne, das hat ja auch so, das hat so ein bisschen Flair hier, wenn ich ein bisschen verrecke. Okay, jetzt bin ich aber noch klein, das ist natürlich wieder unpassend. Okay, der... Nein, nein! Glück gehabt. Wir haben ihn bekommen. Jetzt habe ich natürlich keine Feuerwaffe. Okay. Interessant, was haben wir denn hier Feines? Das haben wir vorhin aber noch nicht entdeckt, ja? Okay, ein neues Feature. Okay, ich muss wohl in die Röhre rein, würde ich mal jetzt stark vermuten. Okay, dann werde ich abgeschossen. Ah! Da war die zweite Münze. Sauber. Gut, dass wir einmal verreckt sind, würde ich sagen. Weil dadurch haben wir was gefunden. Schade, ich habe gedacht, ich wenigstens die Feuerwaffe. So, jetzt aber. Ich
Verdammt, nein, jetzt kriege ich auch leider nicht. Schade. Jetzt sind wir hier oben. Ich glaube, du gibst aber nur Power-Ups. Könnt mich gerne korrigieren, wenn nicht. Glück gehabt. Ah, da brauchte ich der Kleine. Da musste ich der Kleine Mario sein. Für. So, was ist das Level-Ausgang? Nein, natürlich nicht. Noch weiter hier. Okay, dann nehme ich jetzt mal Anlauf für. Mal Anlauf nehmen. Uah, nur 1000 schwache Leistung für den Anfang. Level beendet. So eine Münze habe ich nicht gefunden. Müssen wir uns später nochmal auf die Suche machen. Ja, was haben wir denn da jetzt? Also gehen wir nochmal in den Haus rein. Und dann machen wir noch... Schauen wir mal. Wie weit bin ich jetzt bei 16 Minuten? Das wird für den ersten Part reichen. Ich nehme noch ein Part auf. Pause.